Perleberg. Viele Besucher und Interessierte kamen am 28. Januar zum Tag der offenen Tür in die Schule für Gesundheitsberufe des Kreiskrankenhauses Prignitz. Unter dem diesjährigen Motto Jahrmarkt der Vielfältigkeit gaben die 21 Schüler des dritten Ausbildungsjahres einen Einblick in den Umfang und die Vielfalt pflegerischer Berufe. Unter anderem konnten die Besucher an einem Vortrag teilnehmen, in dem die Schüler über die Besonderheiten bei der Pflege von Angehörigen verschiedener Religionsgruppen informierten. Wer sich für eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger interessiert, kann derzeit auch seine Bewerbungsunterlagen einreichen. Die neue Ausbildung startet am 1. April dieses Jahres.